sind auf der Insel Sylt am Ellenbogen. Das ist der nördlichste Punkt von Deutschland. Wir sind also im Moment die nördlichsten Menschen hier in Deutschland. Von hier starten wir zu einer großen Reise rund um Deutschland an den Grenzen entlang. Es gibt 9 Nachbarstaaten, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen und Dänemark. Dänemark liegt gleich da drüben, da werden wir aber erst am Ende unserer Reise sein. Wir reisen nämlich links herum, also erstmal der Nordseeküste entlang. Und jetzt geht's los. Meine Weggefährten, das ist einmal der gelbe Manda, wie immer, der Stefan Rauers, der Tonmann. Winddicht und wasserdicht. Und der Hans-Peter Fischer. Und? Grüß Gott. Und auf geht's. Das ist zu windig hier, gell? Ja. Kann man fast nicht arbeiten. Sylt im Herbst. Das ist zwar nicht so turbulent und aufgekratzt wie im Sommer, aber Urlauber sind immer da. Im Herbst die Sturmsüchtigen. Mallorca-Muffel, die auf schlechtes Wetter stehen. Das sind ganz bewusst die Einzelgänger. Sie spazieren gemeinsam am Strand, meist in eine Richtung, heute nach Süden. In der Hauptstadt Westerland hat man den Windsüchtigen ein Denkmal gesetzt. Ein bisschen unwirkliches Wetter immer gern hier bei den Friesen. Sollen wir den vielleicht mitnehmen? Nee, das ist ein Regenzocker. Macht ihr immer Urlaub auf Sylt? Öfters mal. So. Nee. Im Strandkorb sitzen. Ja. Wunderschön. Gerade haben wir einen schönen Grog getrunken. Aha. Deswegen ist uns jetzt so warm. Und Sie essen jetzt einen Brathering auch, ne? Nee, kein Grog. Nee, Sie essen Brathering jetzt, meine ich. Brathering. Ja, ja. Kriege ich auch einen. Ja. Schon bestellt. Wir essen nur fast nur Fisch, wenn es gibt. Wie? Fisch. Essen wir viel. Der Brathering. Brathering frisch aus der Bratpfanne, oder? Aus der Bratpfanne. Das ist eure Spezialität. Aus der Eisenpfanne. Ja. So. Ist das so Sylter Spezialität, Brathering? Boah. Nee? Ja. Doch. Gibt's überall. Nee, den gebratenen Hering, also in München gibt's. In Bayern nicht. Schauen wir mal, wie er schmeckt. Wunderbar. Seid ihr schon in Pension? Im Hotel. In Pension! Ach so, ja. Zettel, ja. Die können sich das noch erlauben, Deutschland. Pensionären fahren nur noch in Urlaub. So machen wir jeden Tag was. Und jeden Tag Brathering, oder? Ja, gestern hatten wir Matjes. Schönen Aal hatte. Ja. Ja, wir haben ja hier Pension, Vollpension, also eine Halbpension. Mhm. Aber mittags essen wir immer einen Fisch irgendwo. Ein und ja. Muss doch hier rumhalten, Flensburg. Reklame machen. Obwohl er nicht schmeckt. Wieso schmeckt das Krombacher? Schmeckt das nicht, oder? Krombacher. Ja? Da kommen wir hin. Das schmeckt doch nicht, oder? Doch, das ist schön. Ich trinke das nicht. Ich trinke gerne bitteres Bier. Etwas herber. Mhm. Ja. Aber die Frau mag es nicht. Mhm. Darum kriegt sie auch keins, oder? Genau. Ich will nichts. Ich hatte ja schon Lumumba. Was ist ein Lumumba? Hm. Was ist Lumumba? Nee, wie hieß der russische Schokolade. Ja. Böse Pessimisten behaupten, Sylt sei in 1000 Jahren weg.
verschwunden von der Landkarte. Der blanke Hans, wie man das Meer hier nennt, nagt an den Küsten. Aber die Sylter sind Kämpfernaturen, immer schon. Ist es eigentlich normales Wetter jetzt heute hier? Oder besser? Ja, ganz normal ist das nicht. Ein bisschen windig ist es heute, aber das ist auch gut für solche Aufnahmen da. Denn wenn über Küstenschutz was gezeigt wird, dann sollen ja auch die Wellen mal ein bisschen ordentlich an die Küste randonnern. Und das ist heute der Fall. Und normal ist das nicht, denn wir haben ja einen wunderschönen Sommer gehabt. Aber im Herbst und Winter sind diese Stürme eigentlich wieder normal. Ja. Seid ihr gewöhnt, oder? Sind wir gewöhnt, ja. Wie war das vor 50 Jahren? Wo war da die Küstenlinie? Also man muss so sagen, die war vielleicht noch, ja, diese Dünen waren vielleicht 20 Meter weiter raus, viel mehr auch nicht. Ach, die haben sich dann ihr Leben lang mit Sand beschäftigt, oder? So ungefähr. Ja, zwischendurch war ich ja auch mal Landwirt, aber im Grunde und Ganzen, ja, Küstenschutz. Jetzt gehen wir vielleicht irgendwo hin, wo es nicht ganz so windig ist, oder? Das ist in Ordnung. Ihr macht schon Gesicht. Das ist das falsche Wetter für einen Tonmann. Herr Bartling ist Küstenschutzexperte. Zwar pensioniert, aber immer noch besorgt um die Zukunft seiner Insel. Er war am Aufbau eines neuen Verfahrens beteiligt, bei dem Sand wieder zurück an die Küste gespült wird. Und anscheinend funktioniert diese Technik. Also müssen wir uns keine Sorgen machen, dass Sylt verschwindet. Nein, das machen wir nicht. Ist das Ihr Elternhaus da? Das ist mein Elternhaus, ja. Ich habe meine Kindheit verbracht da und dann haben wir die Landwirtschaft übernommen und dann praktisch nachher sind ja praktisch in der Wohnung reingebaut worden. Und nicht für den Fremdenverkehr, aber für Einheimische, die da wohnen, weil irgendeiner muss ja da auch für sorgen, dass die hier bleiben können und nicht alle wegziehen. Dass die Sylter noch eine Wohnung haben. Ja, die Sylter noch eine Wohnung haben, denn ich kann mich immer fürchtlich ärgern, wenn Leute kommen und sagen, unsere Kinder suchen Wohnung, wir suchen Wohnung. Und wenn man sagt, ja, ihr habt doch selbst Wohnung, ihr vermietet doch, dann sagen sie, nein, das Geld das können wir nicht missen. Wir müssen vermieten, die Kinder müssen eine Wohnung haben, die Gemeinde muss dafür sorgen. Ich kann mich fürchtlich überärgern. Ist es das so, dass die Kinder dann keinen Wohnraum finden, weil die Eltern Ferienwohnungen brauchen? Ja, das ist tatsächlich so. 2.000-3.000 Menschen kommen hier jeden Tag mit dem Zug wieder zum Arbeiten. Das sind die ganzen jungen Leute, die hier vertrieben worden sind. Die jungen Zylter? Ja. Das ist ja irre, oder? Und dann kommen noch 2.000, kann man ungefähr rechnen, die hier irgendwo hausen in Kellern die Woche über und nur Wochenende nach Hause fahren. Die Leute wollen vermieten und die wollen oder verkaufen oder was weiß ich. Also der Sylter hat immer das Dollarblitzen im Auge. Wo kann ich Geld machen? Dollarblitzen. Ja, Dollarblitzen. Und deswegen ist es eine Katastrophe, dass es so weit gekommen ist. Und es wird auch noch schlimmer werden, dass die jungen Leute alle wegziehen, ihr Geld auf Sylt verdienen. Die kommen jeden Tag mit dem Zug rüber, aber das Geld auf dem Festland wieder ausgeben, weil sie da ansässig geworden sind. Und hier werden dann hier nur noch Rentner und Ruheständler und reiche Leute rumrennen. Der Charme der Insel wird unheimlich verlieren dadurch. Ich sage immer, der Sylter, der verkauft heute ein Stück Deich, um vielleicht 3-4 Wochen richtig in Geld zu wühlen. Und dann weiß er, dass er absollte. Das ist mir egal. Aber hauptsächlich 3-4 Wochen mal richtig wühlen in Geld. Und das natürlich verheeren. Ne? Aber das ist tatsächlich so. Da nützt mir die schönste Herde nichts. Schaffst du ja, warum nicht? Ja, weil das alles wackelt und der Wind ist so stark. Vielleicht kann man auf der Insel auch keine Filme nicht machen. Vielleicht geht das ja gar nicht. Normal schon. Aber ihr habt zumindest die richtige Jacke, gell? Ja, aber warm ist die nicht. Bist du am Frühsten jetzt, oder? Ja. Hast du extra gekauft deswegen? Nee. Gefunden, im Auto. Also Leute, das geht nicht. Das wird nichts, oder? Ich sehe schon mal nichts mehr zum Beispiel. Ich höre schon gar nichts. Ich höre schon nichts mehr. Macht sich da Unmut breit? Vielleicht ist es nicht unsere Insel da. Nee, nur das Auto. Muss ich mir Gedanken machen um den Gemütszustand meiner Kollegen? Nein, am nächsten Tag schlug das Wetter um. Nicht Regen, Sturm und Kälte, sondern Sonne, Sturm und Kälte. Das gefiel uns besser. Die Stimmung hellte sich auf. Ob da jemand baden geht? Hä? Ob da jemand baden geht? Ja, wurscht. Ja. Und Sie machen hier freiwillig Urlaub? Ja. Sie machen freiwillig Urlaub? Ja, ja, genau. Ja? Ja, das ist interessant. Nicht ein bisschen kalt und windig. Ach, weiß. Nee? Nee. Wir waren schon so oft im Sommer hier, wir möchten auch mal im Herbst hier sehen. Ja? Ja, ja. Doch, das ist sehr interessant. Uns gefällt das. Ja, ja. Doch, das ist schön. Das Schöne ist schon, aber die Temperatur ist. Ja, freilich. Ja? Ist da nicht gemütlicher auf Mallorca? Ach nee, Mallorca feine Idee. Da bin ich noch nie gewesen. Nee? Nee, machen wir nicht.
immer nur an die See. Norwegen und so. Ja, Mallorca wäre ja auch anders. Ach. Ja. Und was machen Sie jetzt hier so den ganzen Tag? Ah, das ist jetzt nur ein Kurzurlaub. Wir bleiben nur eine Woche. Aha. Circa eine Woche. Ja. Und dann fahren wir wieder zurück nach Stuttgart. Aha. Ja. Ja. Unser Sohn und die Schwiegertochter sind ganz nah am Wasser jetzt da unten. Und die haben vor 10 Jahren da drüben in der Windrose geheiratet. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Aha. Und die gehen am Strand unten spazieren jetzt? Ja, ja, da unten. Die Schwiegertochter hat so einen hellblauen Schal. Aha. Ja, ja. Ja, das sind doch so richtige Sylt-Liebhaber, ja? Ja, ja, genau. Überhaupt mehr Liebhaber, mehr. Am Meer immer. Mehr Liebhaber, ja, ja. Aber im Sommer haben wir so schöne Wellen noch nie gehabt. Ja, ja. War ja heute Morgen scheint es Windstärke 10, gell? Oder jetzt noch? Ja, genau. Bei uns am Hotel, da lagen Tische und Stühle und Blumen, alles. Und das finden Sie gemütlich, oder? Ah ja, doch. Ja, ist doch schon mal was anderes, als immer in Großstadt. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja. Wir sind halt ein bisschen Naturliebhaber. Da kommen Sie gerade. Die Kinder? Ja, ja. Ja, dann. Okay. Dann noch viel Spaß mit dem Wind. Danke. Tschüss. Gleichfalls. Und Tschüss. Ja, danke. Beim Filmen. Ja, ja, danke. Tschüss. Tschüss. Also wir sind auf der Flucht, es ist einfach zu kalt und zu windig. Man kann im Moment nicht filmen auf Sylt. Jetzt hauen wir ab, und zwar auf den Zug. Also auf Autozug. Da fährt man rauf, bleibt drin und ist in 35 Minuten drüben. Also die Kälte ist gar nicht das Problem, der Wind, der Sturm war das Problem. Vorhin hat uns sogar das Stativ mitsamt Kamera umgeblasen. Das ist noch nie passiert. Aber die norddeutschen Menschen sind einfach vielleicht härter im Nehmen als wir. Ja, die sind sturmerprobt. Wir sind im Vergleich wahrscheinlich einfach Weicheier. Das ist immer gerne warm. Die kälteren Winter, gell? Es ist nicht immer warm. Bin mir nicht sicher. Jetzt geht's los. Fahren wir schon? Ja, er fährt schon. Echt, der Wahnsinn. Lautlos gleitet er auf den Hindenburgdamm. Komisch mit dem Auto da so auf den Gleisen zu fahren. Das sind jetzt so Personenzüge, mit denen die armen Sylter Kindern zu Hunderten oder Tausenden aufs Festland gefahren werden zum Schlafen. Verschifft. Abends. Die warten jetzt noch und tagsüber müssen die dann wieder rüber. Das Licht aus. Auf die Insel, um für die Touristen zu putzen. Jetzt geht das Licht nicht mehr. Jetzt ist aus. Schau, wo es dich fasst. Oh. Weiter an der Küste entlang. Wir sind in Nordfriesland. Und ich merkte gleich, das war anders als zu Hause. Das Land war flach, die Fische schmeckten nach Gemüse. Ja, Gurke. Ja. Wie eine Salatgurke. Ja. Komisch. Die riechen nach Gurke, ja. Schmeckt. Die Wurstsemmeln schmeckten nach Fisch. Schmeckt, ja. Und Krabbenpulen ging nicht so leicht wie Weißwurst essen. Oh, das ist, falsch, ja, das ist ja eine Vergewaltigung. Ehrlich? Ja. Soll ich Ihnen das mal zeigen? Ja, ja. Man streckt die Krabbe. Man dreht den Panzer, den bricht er. Ja. Man hält es bis so fest, kneift, zieht, wackelt ein bisschen und dann kommt das Fleisch raus. Das ist der Marktplatz von Heide. Bisschen groß geraten für so einen kleinen Ort, aber im 15. Jahrhundert war das der Versammlungsplatz der Freien Bauernrepublik Dithmarschen. Hier wurden Gesetze gemacht und Gericht gehalten. Später kamen Händler, Akrobaten und Gesundmacher dazu. Dass ich das erleben darf, da bin ich sprachlos. Guck. Was ist denn das, so Operationszeug oder was? Guck mal, der kommt von da unten, ist dabei, ja, der kauft immer Jut. Also was ist das jetzt, Operations? Also nur, du darfst hier nur filmen, wenn du was kaufst. Ja, ja. Sonst gibt es nichts. Okay, ne? Ich könnte eine große Pinzette kaufen, aber wofür braucht man die? Na, ja, für Aquarium, aber es ist Tiermedizin. Das sind aber zum Teil ganz hochwertige Sachen, soweit ich es beurteilen kann. Ist auch, wie die Leute das haben wollen. Ich habe ja auch mal ein paar Zahnärzte.
Es kommen ja auch nicht nur der Otto-Normalverbraucher, ja. Es kommt auch mal ein Tierarzt. Aber die gehen nicht so ständig über den Wochenmarkt. Und darum hat man die nicht so. Man hat dann eher die Bastler oder die Leute, die einen Fischangelhakenlöser brauchen, denn, ne? Die sich dann eine Klemme kaufen, weil sie sich dann nicht wehtun damit. Oder vor allem die Türken kaufen diese, ne? Weil die Türken reißen sich die Zähne noch alleine raus. Ach was. Das stimmt, ja. Für wen macht ihr denn die Scheiße hier? Soll ich mal leuchten? Guck mal, ich bin selber ja die beste Leuchte. Das ist noch eine andere Leuchte hier. Stefan, komm mal her. Hier ist was zu hohem Blutdruck. Der ich hat jetzt schon. Der hat richtig zu tun, dass er immer hierher kommt. Ja, also, wir müssen mal. Meine Zähne. Was für ein. Tatsächlich, bitte. Glückwunsch, Junge. Glückwunsch. Was hat er Gold im Mund? Ja, ja. Oh. Sind Sie mal alleine unterwegs? Ich bin Einzelkämpfer. Ich habe zwar einen Mann, aber der darf nur kommen und gehen. Nee, das will ich doch nicht haben. Soll ich für den noch die Hosen waschen und die Socken? Nee, doch. Das, Männer sind ja wieder anstrengend. Was, er musste sie bekochen. Ja, ja. Nee. Ach, da war ich auch mal liiert in Bayern, das stimmt. Ja. Ich konnte mich dann nicht verantworten, da runterzuziehen. Oh, ich habe immer überlegt, mache ich das? Das waren ganz liebe. Ja? Ganz liebe, ne? Sonst habe ich immer was gefunden, was mich so störte, ne? Ja. Und er war so lieb. Und er war mir schon zu lieb. Aha. Da konnte ich ihn ja nicht mehr gegen an was. Und dann habe ich dann auch ehrlich gesagt, ich kann das einfach nicht. Und ich kann nicht weg von meiner Heimat, was ich so. Ja? Ich muss in Schleswig-Holstein bleiben. Ich muss das Ding, das Meer haben. Rechts, das Meer, links. Ne, das brauche ich. Und deswegen. Sind Sie hier geboren? Ja, geboren in Itzehoer Kreis, da, sag mal schnell. Bruck steht. Ja, ja. Also da haben wir 45 und 15 dazu. Dann haben die Fischpinksäcke. Richtig, da wollte ich Ihnen aber dann nur 15 haben, ne? Aha. Jetzt haben wir einen Haufen schöne Sachen, gell? Wenn ich noch länger da bleibe. Ja, mir ist das egal, aber ich möchte nicht, dass ihr dann heute nachher sagt, oh Mensch, das wollte ich nicht so viel ausgeben, nur weil die so viel sammelt. Wollt ihr auch nicht. Wollt nicht so viel ausgeben. Was gefällt Ihnen in so einem Land? Was willst du noch mehr haben? Nee, was Ihnen am Land so gefällt, meine ich jetzt hier so, weil Sie sagen, Sie können nicht weg. Ich kann nicht weg wegen Ost- und Nordsee. Ich muss an den Nordsee, ich muss an den See. Ich brauche die Seeluft, nicht nur so ein Teich. So ein ja? Ja, ich muss das weiter haben. Das, vor allem frei und muss laufen können. Ich brauche das Luft. Ich weiß, das ist immer so schön, ne? Luft. Kann das nicht haben. Das ist auch das Einengen. Das tun viele Männer, ein Einengen. Ja? Das kann ich nicht ab. Ich kann das nicht ab. Nee, und deswegen ist es ja so, dass ich muss meine Freiheit haben. Und das Beste für mich ist immer ein Mann, der kommt und geht. Ja. Das ist wunderbar, beste Beziehung. Und keinen Hügel vor der Nase, oder? Nee, das ist Freiheit. Brauche ich, weiß ich nicht. Bin schon so alt mit geworden. Brauche ich so. Das war mein ganzes Leben schon, habe ich euch erzählt. Ciao, Prinzessin. Leute, macht das gut, ne? Waren aber tolle Männer, ne? Fesche Männer ohne Bauch. Leute, ohne Bauch. Ohne Bauch. Das geht doch, ja. Das geht doch bei dir. Oh, weil er ist an den Graben gefahren, gell? Wie macht man das bei den geraden Straßen, dass man da einen Graben fährt? Ich glaube, dass die Windräder da so einen Wind machen, dass man da leicht von der Straße abkommt. Meinst du, die sind da, um den Wind zu machen, auf den es alle so stehen? Ja, fertig. Ach so, ich dachte, das wären so Elektrokraftwerke. Nein, die machen da den Sturm einfach. Ja, ich verstehe. Ihre beiden Flat gesperrt. Das ist aber blöd. Kommen wir jetzt da rüber. Was ist mit eurer Fähre los? Geht sie nicht, oder? Bitte? Geht sie nicht? Geht nicht? Nö, also wir sind jetzt momentan hier am Schlickspülen. Am Schlickspülen? Ja, sie ist außer Betrieb. Ach so. Ach so was Blödes. Kommen wir gar nicht rüber jetzt, oder? Müssen nicht rüber. Aha. Okay. Das wollen wir machen. Tschüss. Aha. Was ist jetzt für ein Getuschel? Was haben die da getuschelt, die drei Herren? Was, die haben sie uns kaputt gemacht. Hä? Weißt, die haben die Fähre kaputt gemacht. So was, ja. Und wollen sie es nicht zugeben? Ja.
Na, gehen wir wieder. Ja. Irgendwie wird's schon funktionieren, irgendwie kommt man schon rüber. Interessante Neuigkeiten aus der Wilsterschen Zeitung, aus der Lokalzeitung. Also die Fähre ist nagelneu, die Störfähre. Und da steht, kann aber noch nicht in Betrieb genommen werden. Die Betreibergemeinden Beidenfleet und Bahnfleet auf beiden Seiten des Flusses jeweils, arbeiten gemeinsam mit den Konstrukteuren an den Lösungen der Probleme. Und zwei Damen da drin behaupten sogar, es wäre eine Fehlkonstruktion. Drum waren die Herren etwas kurz angebunden. Da tun wir jetzt aber nicht weiter insistieren, oder? Das wäre bestimmt peinlich. Passiert mir, dass eine Fähre nicht richtig. Seil liegt irgendwie falsch. Kann vorkommen, oder? Passiert mir, ja. Okay. Das suchen wir uns eine andere Fähre. Dieser Mann gehört eigentlich nicht in diesen Film. Er singt nämlich in Und Hamburg liegt zwar an der Elbe, aber nicht an der Küste. Doch wir hatten inzwischen genug von Fähren und suchten die erste Brücke über die Elbe. Hamburg! Hey, Elbe! Schöne Musik! Gut! Dankeschön! Bravo! Aus Rumänien sind Sie? Nur Bulgarien. Ja, Bulgarien. Ah, du? Hamburg? Nein, München. Ah, München. Ja. München, gut. Ja. Super. Ja, ich spiele Musik in München. Ja. Straßenmusik spiele. Ja? Ja. Musik. Meine Papa hier, alles Musikante. Ja. Spiele Musikante, siehst du? Ja. Meine Papa, Musikante. Die ganze Familie? Ja, Familienmusikante. Ja, danke schön. Ah. Ja. Familienmusikante, ja. Keine Arbeit in Bulgarien, nichts Arbeit. Keine Arbeit in Bulgarien? Keine Arbeit. Hier drei Kinder essen. Aha. Ich spiele viel Geld, Bulgarisch essen meine Kinder. Ja, vom Papa gelernt? Papa? Ja. Meine Papa spielt Geiger. Ah. Geiger spielt. Hier meine Kinder spielen Akkordeon, meine Kinder spielen Klarinette. Ja? Ja. Die ganze Familie Musiker? Familienmusiker. Gut, danke schön. Ich danke auch. Okay. Viel Glück noch. Tschüss. Tschüss. Danke schön. Okay. Auf der südlichen Seite der Elbe ist Niedersachsen. Ganz andere Landschaft wollte mir jemand weismachen. Hier auf Grautsand jedenfalls, das ist eine ehemalige Elbinsel, sieht es aus wie drüben in Schleswig-Holstein. Flach und mit Deich. Und direkt hinterm Deich in einem der stattlichen Höfe wohnt Jonas Kötz mit seiner Familie. Sehr gefährlich. Und wie? Ich habe irgendwie Probleme mit Hunden. Alles gut. Wir sollten Freunde werden. Ja, das wird schon. Der Schnitzer. Jo. Guten Tag. Tag. Hallo. Tag. Hans-Peter Fischer. Geht das? Ja. Sie schnitzen Nasenmännchen, habe ich gesehen im Internet. Naja, die Nase ist nicht das Wichtigste, ne? Nee? Nee. Wir dachten, wir bringen ihn mal mit. Ja, wir finden ihn bestimmt. Ja. Ja. Das ist ein alter Bauernhof. Ja, das ist 1775 ist der. Und der wurde aufgegeben von den Bauern bei der Sturmflut 76. Da gab es diesen Deich noch nicht. Ach so. Und da war das hier noch Außendeichsgebiet. Ja. Und dann hat es das hier ziemlich zerrissen und dann wurde dieser Hof aufgegeben. Aha. Und
Ein Bekannter von uns ist dann hierher gekommen und wir sind schon dessen Nachfolger wieder. Ja, also nicht Ihr Elternhaus? Nee. Nee. Ich komme von der anderen Elbseite. Ja? Jetzt zeigen Sie uns mal was. Ja, los geht's. Ich bin ja normalerweise als Bildhauer unterwegs, der über Galerien und Ausstellungen über das ganze Jahr ganz normale Künstlergeschäfte betreibt. Und letztes Jahr war ich auf einer Ausstellung vor Weihnachten und habe gemerkt, dass es eigentlich Weihnachten besonders gut geht, was das Verkaufen angeht. Und diesmal bediene ich das auch. Also, und das ist so Ihre Spezialität? Die ja, also ich bin ja zur anderen Hälfte Zeichner, also Illustrator. Und daraus sind im Endeffekt diese Art von Figuren entstanden. Grundsätzlich schnitze ich aber alles. Wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne, keine Ahnung, ein Schwein? Ein Schwein, schnitze ich ihm ein Schwein. Nicht? Ich schnitze alles. Derjenige, der hierher kommt, muss nur wissen, dass er bestimmt kein naturgetreues Schwein bekommt. Aha. Also das ist dann so eins, wie ich es schnitze. Ja, ich glaube, ich kaufe Ihnen nachher so ein Männchen ab. Die gefallen mir nämlich sehr gut. Oha, ja, hoffentlich fallen Sie nicht um, wenn Sie die Preise erfahren. Flupp ist er weg. Nämlich? Ja, die gehen so bei 300 Euro los, die Figuren. Richtig teure Kunstmännchen. Ja, also wie gesagt, normalerweise verkaufe ich die über Galerien. Ja. Und da geht das so los. Ne? Es geht nicht nur mit diesen kleinen Männchen, wir können auch mal rausgehen. Das sind gerne immer ein bisschen dickere, ältere Herren. Ja, das ist, die gehen am besten. Und wenn die Figur, die Männchen gut laufen, und Sie sehen auch weniger Frauen hier, es gibt Frauen, aber weniger, die laufen einfach nicht so gut, darin richte ich mich schon. Die Frauen gehen nicht so gut? Nee. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil sie immer noch ein bisschen teurer sind. Ne? Frauen sind ja mehr wert, weiß ja jeder. Ne? Ja. Warum sind die Frauen teurer? Aus Prinzip. So ein bisschen teurer nur. Mhm. Weil sie sind mehr wert. Ja. Ja. Für manche zumindest. Gehen Sie nicht schon auf den Wecker, die Männchen? Gute Frage. Nee, überhaupt nicht, weil klingt ein bisschen prosaisch jetzt, aber da müssen wir die Menschen grundsätzlich auch auf den Wecker gehen. In der Masse sieht es so aus, als ob ich eins nach dem anderen wegrums, aber es ist jedes Mal, und das erstaunt mich selber ein bisschen, aber es ist einfach wirklich auch schon längere Zeit so, jedes Mal kriege ich ja irgendeinen Typ daraus. Mhm. Und das ist das, was mich immer, ich habe dieses Stück Holz, ne? Ich habe einfach so einen Block, ja. Und dann kommt dieses Männchen daraus. Und das ist die Faszination. Das ist aber ein göttlicher Platz hier. Ja. Sehr schön. Das, so muss das bei mir aussehen. Ne? Es ist, ich könnte nicht überall hingehen und schnitzen. Das würde nicht funktionieren. Ja. Habe ich schon probiert. Ja. Klappt nicht. Und dann brauche ich natürlich auch Platz, wenn ich mit diesen größeren Sachen, das sind alte Dalben aus dem Hamburger Hafen, das ist mein Haupt. Das hier ist Bongossi, das sind alte Spundwände aus dem Hamburger Hafen. Ja, was ist das? Das sind so Uferbefestigungen. Bongossi ist das. So heißt das Holz? Feinstes Tropenholz, ne? Ja. Aber es sind eben alte Spundwände. Aha. Und alte Dalben. Also ich recycle im Endeffekt schon benutztes Holz. Ja. Und, wie nennst du das? Dalben? Dalben, das ist so dieses viereckige Ding. Da sieht man noch die Schrauben drin. Ja. Da legen im. Ja, Sie als Bayer verstehen das nicht, das ist mir schon klar. Das sind. Poller ist auch das Feuer. Poller sind diese Metalldinger, die auf der Kaimauer stehen, wo man die Schiffe festmacht. Und das, die Dalben, da fahren die Schiffe gegen. Das ist Basralocus und Bongossi. Das sind die beiden Materialien. Die stehen eben schon teilweise zwischen 50 und 80 Jahren im Hafen rum. Und da hat man tatsächlich so teures Tropenholz verwendet. Ach, das war zur Jahrhundertwende, glaube ich, kommt aus Suriname das Zeug hauptsächlich, also dieses Basralocus zumindest. Ich möchte nicht wissen, unter was für Bedingungen das da gefällt wurde. Haben die Holländer in Riesenmengen Jahrhundertwende bis in die 50er Jahre nach Hamburg geschafft. Aha. Brauchen wir aber gute Kontakte im Hafen. Ja. Ja. Haben Sie es geklaut im Hafen, oder? Geklaut ist der falsche Ausdruck, aber so ähnlich. Besorgt? Nein, man besorgt sich sowas und kennt den einen oder anderen. Und ja, das ist eine gute Möglichkeit für Sachen aus Holz draußen zu machen. Ne? Wie viele seid ihr hier eigentlich? Wie groß ist die Familie? Fünf. Drei Kinder, zwei Erwachsene. Ein Hund, vier Schafe und so weiter. Und schön Platz dafür. Ja. Boah, das ist ein Tisch. Da mal rein hier. Das ist Esszimmer hier.
Ja, das ist die Wohndiele, ne, nennt man das hier. Es gibt die Stalldiele und die Wohndiele. Und ja, hier findet so alles statt eigentlich. Ne? Also 23 Leute passen an den Tisch. Ja? Ja, bequem. Nicht schlecht. Ja. Ja, aber wie das, ja, das Hauptleben findet natürlich in der Küche statt. Das ist ja klar. Das ist ja eigentlich immer so, oder? Sei denn wenn man jemanden in die Küche hat, ja. Genau, wenn es groß genug ist. Ja, dann geht's hier hoch. Das ist mein zweites Arbeitszimmer. Aha. Kinderbücher machen Sie auch? Ja. Aha. Japanisch? Chinesisch. Chinesisch. Sieht man noch, oder? Aha, das ist tatsächlich ins Chinesische übersetzt worden, ja? Und nicht nur ins Chinesische, sondern auch ins Plattdeutsche. Ja, und welche Geschichten erzählen Sie so? Ja, die um mich rum sind. Die kommen auch meistens in meinen Geschichten vor. Was machst du für Zeichen? Was soll ich tun? Ah, ein Kind. Hupsala! Ich heiße Franz. Ich heiße Jakob. Hallo Jakob. Was ist denn das zum Beispiel für eine Geschichte? Ich kann sie ja nicht lesen, was. Das ist mein Nachbar Dietrich. Ja. Der ein paar Tiere hat. Ja. Also den gibt es auch wirklich. Ne? Eines Morgens, das ist das Bild, genau, das trinkt er saure Milch und wundert sich. Und das geht ein paar Tage so. Er holt den Tierarzt, den es auch wirklich gibt, Dr. Kehr hier in Drochtersen. Ja. Den holt er, der kann ihm aber nicht sagen, warum die Milch sauer ist, die er morgens bei Rosa beim Melken rausbekommt. Und dann ist der Bauer zu seiner Nachbarin gegangen, die es wirklich gibt, Frau Spielvogel. Die wohnt hier 2 Kilometer entfernt. Dietrich wohnt 2 Kilometer in die Richtung und sie wohnt 2 Kilometer in die Richtung, am Leuchtturm dahin. Und die hat die Kuh ausgependelt und konnte auch nicht sagen, was mit der Milch los ist. Dem Bauern selber fällt dann auf nach einer Weile, dass die Tiere tagsüber immer schlafen. Dann beschließt er, dass, weißt du, wie es weitergeht, Jakob? Dann stellt er sich den Wecker, ne? Ja. Und dann? Dann feiern sie eine Party im Stall. Genau, also er steht auf, guckt in den Stall und stellt fest, dass da mitten in der Nacht eine Party mit dem Tanzbären aus dem Wanderzirkus aus dem Benachbarten im Gange ist. Und die Milch wird beim Tanzen so doll geschüttelt, dass sie sauer wird. Genau. So geht die Geschichte. Was sagt der Nachbar dazu, zu seiner Geschichte? Ja, der ist ja berühmt, ne? Der ist selbst in China kennt man ihn jetzt, ne? Ja. Und das ist ein relativ ruhiger, verschlossener Typ. Nee, ist schon in Ordnung. War das so Ihre Idee vom Leben, hier so auf dem großen Hof zu sitzen, zu schnitzen und zu malen, zeichnen? Das hat sich einfach ergeben. Aha. Man muss ja auch, wenn man sowas macht, muss man ja erstmal lernen, mit dieser Ruhe auszukommen. Ne? Es gibt Leute, die übernachten hier bei uns und sagen, ich habe überhaupt super schlecht geschlafen. Und dann, wenn man fragt, warum, war so ruhig hier. Ne? Es gibt Nächte, da hört man hier nichts. An die Winter muss man sich hier gewöhnen. Ne? Die Selbstmordrate ist in dieser Gegend relativ hoch. Ne? Man kann sich vorstellen, warum, ne? Im Winter, wenn es nicht so richtig hell wird. Der Nebel und ja, das Wetter, Regen, feucht. Das sind nicht die Idealvoraussetzungen für jemanden, der das nicht so gut haben kann. Ne? Ich fand's toll. Ich habe damals, als wir umgezogen sind, habe ich noch viel für Werbeagenturen gezeichnet. Ja. Und dann hatte ich so Tage in so einer Werbeagentur. Dann bin ich nach Hause gekommen, abends bin ich auf den Deich gegangen und habe laut Scheiße gebrüllt und war froh, dass ich wieder hier bin. Und ist eben mein Ding. Ne? Und das ist auch mein Fluss. Aha. Ich würde nicht von diesem Fluss wegziehen. Ach was? Auf keinen Fall. Ja, und hier ist unser einziger Elbblick, ne? Wir fahren hier natürlich alle Boot und segeln und so, ne? Und die Möglichkeit, nur zu wissen, dass ich, wenn ich hier mein Boot vorne ins Wasser schmeiß, kann ich überall hin, wohin ich auch immer will, ohne abhängig von irgendwas zu sein auf der Welt. Und das ist irgendwie ein ganz cooler Gedanke. So, gehört so zum Leben dazu für mich.
Das ist Otterndorf, ein kleiner Ort an der Elbmündung mit Hutladen. Stefan, ich glaube, das wäre der Hut für dich. Welcher? Der da. Welcher wäre das? Der Karriere. Der für 34? Ja, hättest du den gerne. Ich könnte ihn mal anprobieren. Ich kann den zum Geburtstag kaufen. Wenn's ja, wenn er mal passt und wenn er mal gut steht. Das sind aber Damenhüte, meine Herren. Nee, das ist ein Herrenhut. Guten Morgen. Ich würde vielleicht einen kaufen für unseren Tonmann. Dem friert es immer so an den Ohren und der Karierte gefällt uns gut da draußen. Ja, das ist aber kein Herrenhut. Also? Ach, ich dachte, das wäre ein Herrenhut. Nee, nee, nee. Die meinen mit der Schirmmütze, ne? Na, so ein Karierter, so ja, Sherlock Holmes-artiges. Für Herren habe ich nichts. Ach, Sie haben nur Damenhüte? Höchstens nur eine Pudelmütze. Pudelmütze? Über die Ohren. Ich weiß es nicht. Müsste ich sehen. Haben Sie eine Pudelmütze für ihn? Eine Pudelmütze? Ja. Machen Sie die selbst, die Hütte? Nee, nee. Dann war ich ja in der Fabrik. Ach so. Dachte, es wäre so was, das war für Männer, hier am Wasser zu laufen. Das ist aber nicht schlecht. Den haben Sie schon lange, den Laden? Ja, 53 Jahre. 53 Jahre? Ja. Ich dachte jetzt, Sie würden die Hütte selber machen. Ach, kann ich doch nicht. Also? Wann soll ich das denn machen? Ach. Eine Person. Aber sind Sie Hutmacherin? Ja. Ja? Ja. Haben Sie mal Hütte gemacht? Ja, mache ich auch jetzt noch. Aber nicht diese alle. Ach so. Welche Hütte machen Sie denn selbst? Ach, der ist aber schick. Wozu trägt man den? Mann, wie kann man sowas fragen? Zum Mantel. Ach so. Die Dame setzt sowas ja, an. Ja. Die kommt gleich aus Cuxhaven. Ach so, der ist Sonderanfertigung. Ja? Das mutet so ein bisschen spanisch an. Ja, kann man auch wohl sagen. Ja. Haben Sie noch eine richtige Werkstatt? Ja. Ja? Hauptsache es ist dies hier nur. Und hier diesen Dämpfer. Achso, um den Filz gefügig zu machen. Ja. Die ist rau. Was ist das? Das ist Wasser. Einfach Wasser. Okay. Darf ich mal aufsetzen? Ja, ist für einen Mann sogar. Ob die groß genug ist? Ja, für knapp. Für sie nicht. Geht so fast. Ja, so kann nur Nordpol gehen. So, so geht das. Das ist billig, ja. Ja. Stimmt mir die? Ja, wenn es richtig kalt ist. Ja. Ja. Und das kann man ja auch hoch machen, die Ohren. So, so, ja. Das ist für einen Jäger. Ja. Dann muss aber riesen. Ja, das sieht doch auch gut aus. Ja, das stimmt. Geh mal. Aber ich glaube, die ist ein bisschen zu klein. Bisschen klein ja, ist sie, ja. Die müsste ja größer sein. Ja. Warum machen Sie keine Herrenhüte? Ist das was? Ich habe ja gar keinen Platz mehr. Ach so. Alles voll. Und dann geht das los. Denn nein, ich möchte doch die andere Form. Haben Sie diesen auch in anderen Farben? Und die Größe passt nicht. Und guck mir doch ein. Was ist das für eine Dame mit dem Hut aus Cuxhaven? Warum kommt die zu Ihnen extra? Ja, weil es keine gibt. Es gibt im ganzen Umkreis kein Hutgeschäft. Die machen alle zu. In Cuxhaven auch nicht. Ich habe sogar für eine Hamburgerin hier angemacht. Ja? Ach, der ist schön. Mit Schleier. Ja. Das ist so für ein feines Kostüm dann, ne? Ja. Aha. Und das ist eine Einzelanfertigung? Den habe ich auch gemacht, ja. Wie teuer ist sowas, wenn du das machen lässt? 45, glaube ich. Oh, das geht aber. Okay, gar kein Nomen, gar kein Preis ermöglicht. Nicht so teuer. Ja, ist ja noch klein. Ja, ja, aber doch steckt richtig Arbeit dahinter, oder? Ja, nur. Ja. Haben Sie einen Lieblingshut, den Sie gerne tragen? Ach, ich habe 20 Stück. 20 Stück? So schön Mantel und Kostüm und Hosen und so haben wir genug. Immer passend dazu? Ja, kann ich ja selber machen. Ja, ja. Kostet nichts. Da gibt es aber keinen passenden dazu, oder? Wozu? Zu dem Kleid? Ja, das Kleid habe ich auch selbst gemacht. Ja? Dann wünschen wir noch viel Glück und gute Geschäfte. Danke. Ciao. Ciao. Wiedersehen. Wie sagt man? Noch werden. Nus gut. Wie sagen Sie hier einfach Tschüss, oder? Tschüss. Oder gibt es einen speziellen Gruß hier? Ja, moin.
Moin. Aber nicht dies Moin Moin, das sagen sie in Oldenburg oder Ostfriesland. Ja. Aber wenn sie so im Fernsehen, dann machen sie uns auch, als wenn wir das sagen. Aha. Ich sag bloß einmal Moin. 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 Auch das ist morgens. Auch beim Gehen? Ja, wenn reinkommen, auch beim Weggehen. Okay. Oder Tschüss. Tschüss, das ist auf Wiedersehen. Ja. Moin. Moin. Bis zum nächsten Mal. Die da kommt auch noch auf dem Bild. Bei Galpe. So mit den Tagen fanden wir Gefallen am schlechten Wetter und entdeckten die Schönheit der graublauen Landschaft. Es war also nicht wirklich Heimweh, aber doch reizte uns der kleinste Hügel. Einfach so zum Drüberfahren. Und selbst bayerisch gefärbte Ortsnamen animierten uns zu kleinen Umwegen. Was habt ihr denn vor? Wir wollten jetzt mal den Schmarrn ziehen. Richtiges Ortsschild habt ihr gar nicht, oder? Ja, ich bin längst im Deich gewesen nach der Schafe. Wie? Ich sag, ich bin längst im Deich gewesen bei der Schafe. Bei der Schafe? Ja. Sind Sie Bauer? Ja, aber die Schafe da hinten laufen. Und dann fass ich das immer gleich sauber, ne? Ach so, mit dem Auto meinst du? Ja. Dass die Scheiße unten drauf kommt. Ja. Aber gehört sich das eigentlich für einen Landwirt, dass er mit dem Mercedes zu den Schafen fährt? Das ist schon genau so eine Straße wie hier. Also bei uns haben die Landwirte, die Bauern haben Traktoren. Du bist zu kalt. Sag, das steht da ja. Das ist mir zu kalt. Ja, jetzt wollten wir mal den Schmarrn sehen, aber nichts Besonderes. Es sind nur 5 Häuser. Jetzt beenden wir die Sache hiermit. Wir sind in den Schmarrn geraten. Verabschieden uns. Beim nächsten Mal fahren wir weiter an der Küste entlang Richtung Holland. Bis dahin, moin, servus und auf Wiedersehen. Ja. Kommen Sie. Komm. Raus aus dem Schmarrn. Ja, mit, oder? Ja, voll.